Es war ein kurzer Raketenausflug. Um 15.12 Uhr ist Amazon-Gründer Jeff Bezos mit seinem Shuttle ins All gestartet. Um 15.22 Uhr ist er schon wieder gelandet und wir sehen jetzt noch einmal die besten Bilder. Werner Gruber, es hat alles ganz planmäßig funktioniert. Ja, was man bei dem Ganzen nicht vergessen darf, der Flug des ersten Amerikaners, nämlich von Alan Shepard, hat genauso lang gedauert. Das war kein großer Unterschied. Der einzige Unterschied, er ist im Wasser gelandet und musste dann mit einem Hubschrauber geborgen werden. Aber tatsächlich, der erste Flug eines Amerikaners in den Weltraum war ziemlich genau dasselbe. Es war eine andere Rakete, es war eine Kapsel, die viel enger war, also da war ungefähr Platz von 2 Kubikmeter. Man ist nicht in die Kapsel hineingestiegen, man hat sich die Kapsel angezogen und man war nicht ganz so entspannt. Aber tatsächlich, der erste Flug eines Amerikaners hat, glaube ich, eine Minute länger gedauert. Mehr war es nicht. Nochmal zur Erklärung. Was ist da jetzt in diesen wenigen Minuten passiert? Zunächst mit einer Rakete ist man nach oben geschossen worden. Die ersten, Durchschnittsgeschwindigkeit, Spitzengeschwindigkeit? Nein, Durchschnittsgeschwindigkeit ist da schwierig, weil es wurde beschleunigt. 3700 km/h wurden erreicht. Und in einer Höhe von 40 km haben die Triebwerke der Rakete aufgehört. Ab dem Zeitpunkt hat die Schwerelosigkeit eingesetzt. Ja, und die Rakete und die Kapsel haben sich voneinander getrennt. Die Rakete ist wieder auf dem Boden standardmäßig gelandet, so wie es eigentlich gehört. Damit ist sie reusable. Was nicht ganz unpraktisch ist, das kostet doch relativ viel Geld. Kapsel an 3 Fallschirmen und nur kleinen Bremsraketen gelandet. Und dann haben sie relativ lang gebraucht zum Aussteigen, was man bis jetzt nicht glaubt. Das Aussteigen hat fast länger gedauert als der Kurztrip ins All. Genau, so ist es, ja. Große Freude, alles gut gegangen. Und das Space Race der Multimilliardäre ist jetzt quasi schon entschieden, weil Richard Branson war schon vor 10 Tagen, zumindest am Rande des Alls. Der heutige Tag war ja schon länger bekannt. Das heißt, Richard Branson hat jetzt quasi Jeff Bezos eins ausgewischt, weil er früher dran war, 10 Tage vorher. Ja, wobei man muss auch dazu sagen, dass der Richard Branson schon bedeutend früher mit Raketentechnik angefangen hat. Er hat schon 2004 mit derselben Technologie, ein bisschen einem anderen Gerät, ist er schon 2-mal in einer Woche in den Weltraum hinausgeflogen. Jetzt ist allerdings, ich glaube, jetzt geht es erst wirklich los, was das Rennen betrifft. Weil jetzt geht es darum, wer hat länger Schwerelosigkeit, wer erreicht größere Höhen und. Und vor allem, wer bringt dann die ersten Passagiere hinauf, die wirklich auch zahlen. Weil jetzt sind ja das noch keine, das sind immer noch Testflüge.